Am Sonntag war Europawahl. Da erzähle ich Ihnen nichts Neues. Und inzwischen wissen Sie es auch, die Wahl war gefälscht. Wer war schuld? Giovanni Di Lorenzo. Ich habe in Deutschland gewählt, allerdings zweimal. Einmal gestern im italienischen Konsulat und einmal heute in einer Hamburger Grundschule. Ich darf zweimal wählen, weil ich zwei Pässe habe. Aha. Aha, aha. Nee, da war nämlich nicht. Stand sogar in seiner eigenen Zeitung. Aber wer liest heute noch Zeitung? Gut, gemessen an Di Lorenzos Ego waren zwei Stimmen noch relativ wenig. Da wären eigentlich 15 Kreuze angemessen gewesen. Natürlich kann man dem Mann jetzt nicht das Ergebnis der Wahl in die Schuhe schieben. Leider, ne? Denn das Ergebnis ist ganz schön erschreckend. Merken Sie das auch? Europa rückt irgendwie nach rechts. Es gibt irgendwie diesen seltsamen Rechtsruck. Jetzt bleibt doch mal stehen hier. Weißt du? Die Rechten legen, das ist mir jetzt zu doof hier. Nein, die Rechten legen zu, die Populisten, so werden sie auch genannt, die Euroskeptiker. Ich finde, das sind alles sehr beschönigende Formulierungen, oder? Warum nicht einfach die Arschlöcher? Ja, bitte. Der Front National in Frankreich, 25%. Die Idioten wollen raus aus Europa. Ja, nehmt doch ein Flüchtlingsboot Richtung Afrika. Ja. Hier, hören wir es uns mal an. Marine Le Pen, die Parteichefin. Politik des Français. Die Menschen wollen eine Politik der Franzosen, für die Franzosen, mit den Franzosen. Ja, und über die Franzosen, unter den Franzosen und um die Franzosen herum. Die war so aufgewühlt, ich dachte, die Alte holt gleich den Werkzeugkasten raus und fängt an, in Brüssel die ersten Guillotinen zusammenzuzimmern. Ja. Sie hat ja diese Partei, den Front National, von ihrem Papa übernommen. Das ist bei den Rechtsradikalen ganz beliebt, den braunen Betrieb von den Vorfahren zu übernehmen. Marine Le Pen von Jean-Marie Le Pen, Alessandra Mussolini in Italien von ihrem Opa Benito Mussolini. Ich bin ja so froh, dass wir uns hier nicht noch mit Vanessa Hitler rumschlagen müssen. Wie ist die Wahl bei uns gelaufen? Bei uns hat die SPD sich gefreut. Und das finde ich schön, denn die SPD hat deutlich weniger schlecht abgeschnitten als beim letzten Mal. Und das ist doch schön, wenn man sich nur an seinen eigenen Maßstäben misst. Ja? Inzwischen reden auch die politischen Kommentatoren über die SPD so ähnlich wie Waldorflehrer über ihre Schüler. Ja, die SPD hat eine schwierige Phase hinter sich. Gemessen daran hat sie sich ganz, ganz prima entwickelt. Das muss man sagen. Überhaupt muss man auch festhalten, jeder hat sein eigenes Tempo. Ja? Also bei der SPD ausgelassener Jubel, bei der Union wurde der Jubel ausgelassen. Ja, sie konnten sich nicht so richtig freuen. Sind ja stärkste Kraft geworden, aber so ein bisschen wie der Klassenprimus. Und es war nur eine 2+. Ja, schade. Sie konnten nicht richtig feiern. Dabei hat sich die Band bei der CDU dermaßen ins Zeug gelegt. Schauen Sie mal hier. Du, 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 CDU, oh yeah. Und jetzt alle. Ah nee, es sind nur 2 Leute. Da können wir rein. Ach ja. Und richtig grantig, richtig angefasst waren sie bei der CSU. Die CSU hat sich ja ordentlich ins Knie geschossen bei dem Versuch, die AfD rechts zu überholen. Da haben sich viele Wähler gedacht, dann lieber das Original. Da wählen wir das Original, das Ergebnis 7% für die AfD. Und da war eine Stimmung wie auf dem Kindergeburtstag. Und jetzt Fanta für alle. Was war das denn bitte? Wobei, wahrscheinlich waren es auch andere Drogen. Ich glaube, Parteichef Lucke, der war irgendwie berauscht. Also, er kam bei seiner Rede rhetorisch ins Schlingern. Er kam von der Straße ab und landete voll in der Botanik. Meine Damen und Herren, es ist Frühling in Deutschland. Blumen blühen auf und andere Blumen verwelken. Ich habe mich kurz gefragt, ist das noch AfD oder schon LSD? Ja. Blumen blühen auf, Blumen verwelken. Dann bin ich in mich gegangen. Man muss ja auch mal selbstkritisch mit sich selber sein. Und ich habe nachgedacht und ich hab wirklich auch gedacht, ja, nein, er hatte recht mit den Blumen. Es ist das richtige Bild für eine Partei, in der dermaßen viele Pissnelken sind.